Über eine Bestandsermittlung, beziehungsweise werden wir ein bisschen vertiefen in der Bestandsanalyse. Okay, das ist eine Fortsetzung. Der Vorlesung am 14. Oktober, okay, in dem wir das EOQ-Modell Economic Order Quantity uns angeguckt haben. Damals haben wir, sagen wir mal, den EOQ Modell 1 uns angeguckt. Das ist der ideale Modell. Ideal Model, okay, das ist ein Beschaffungsmodell. Beschaffungsmodell mit sofortiger Lieferung gewesen, okay, und sofortige Produktion ohne Stockout. Ja, das heißt, der Bestand dürfte niemals den Null unterschreiten. Wir haben so eine Grafik in dem Fall. Das ist die Zeit. Okay. Das ist der Bestand Q. Okay. Quantity, wie immer. Und dieser Bestand ändert sich folgendermaßen. Ich habe hier eine Bestellmenge, die ich ermitteln möchte. Ich möchte ja die optimale Bestellmenge ermitteln. Der Bedarf ist konstant. Deshalb haben wir hier eine Kurve, die nach unten geht. Wenn ich den Null erreiche, habe ich eine sofortige Lieferung und dann eine sofortige Produktion und Lieferung. Und dann bin ich wieder auf dem Wunschbestand unterwegs. Okay, das ist jetzt das Modell, was wir uns damals angeguckt haben. Diese Zeit T, okay, hieß damals T, und das ist jetzt unser Q-Stern gewesen. Damals, wenn wir jetzt sagen, die Parameter wieder definieren, weil ich weiß nicht, ob ihr sie. Das ist der Jahresbedarf, okay, gemessen in Stück pro Jahr, C sub O ist das Ordering Cost. Dann, das ist gemessen in Euros per Order. Dann haben wir jetzt ins Carrying Cost. Okay. Gemessen in Euros pro Stück. Wie viel kostet ein Stück? Auf Lager zu halten, sozusagen. P ist der Purchase oder Kaufpreis, okay, Purchase Price, gemessen in Euros per Stück, und Q ist mein Order Size.
wie viel ich bestelle. Wir haben ja die Rechnungen gemacht, könnt ihr gucken. Das Q-Stern ist gleich Wurzel von 2 mal C sub O mal D geteilt durch C sub C. Die Anzahl Bestellungen sind gleich D geteilt durch Q Stern und das T ist gleich Q Stern geteilt durch D. Okay, im Grunde genommen, was wir gemacht haben, ist eine Kostenrechnung gemacht. Okay. Das war die Kostenfunktion und das war Q. Okay. Und je höher meine Bestellmenge, desto mehr sinken die Kosten pro Bestellung. Je höher die Bestellmenge, desto mehr Kosten muss ich tragen für den Bestellenbestand, wo sich beide Kurven kreuzen, habe ich den minimalen Bestand und auch habe ich die optimale Bestellmenge, Economic Order Quantity und somit auch die optimale Kosten. Okay? Das nur als Andenken. Ihr könnt immer zurückgreifen an eure Unterlagen. Ja. Ja. Nee, damals war es 2HD geteilt durch A. Okay, also CO war H. Und das war A, okay. Aber das sollte kein Problem sein. Jawohl, das sind nur Variablen. Und da müsst ihr euch, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, also nicht krumm nehmen oder so, nicht böse verstehen, aber hier in der Wirtschaft und als generell als BWL Student oder als BWL Studierender müsst ihr euch daran gewöhnen. Ja. Es werden immer Buchstaben benutzt. Okay? Ordering Cost ist das H damals, Euros pro Order, also wie viel kostet es, ein Order zu platzieren, eine Bestellung zu platzieren. Und das A war dieses Carrying Cost. Okay? Wie viel kostet es, ein Bestandsstück dann mitzunehmen in den Büchern aufs nächste Jahr. Aber es ist nicht schlimm. Es ist eigentlich die gleiche Rechnung. Y von Q ist das diese Formel und dann wollen wir die optimale Bestellmenge, Economic Order Quantity. Okay, das Q-Stern. Jetzt machen wir das ein bisschen schwieriger, okay, mit dem EOQ-Modell 2. Okay, das ist der Produktionsmodell. Produktionsmodell ohne Stockout. Es gibt noch ein schwieriger, noch ein EOQ 3, aber den werden wir erst in dem siebten Semester uns angucken. Okay? Die Annahmen von EOQ 1 sind, sorry, 2. Sind die gleichen wie beim EOQ1, außer dass beim EOQ2
Lieferung nicht sofort stattfindet. Okay, also es ist nicht mehr ideal. Okay, und es dauert eine gewisse Zeit, bis ich halt das Replenishment erzeugen kann. Okay, lass uns das grafisch darstellen. Das ist da am einfachsten, glaube ich. Das ist die Zeit, wie vorher. Das ist die Menge. Was haben wir gesagt vorher? Den Bestand oder die Menge. Q, okay. Und dann habe ich eine Phase, in der ich halt produziere und gleichzeitig Bestand entnehme. Okay? Immer vor Augen, dieses Modell, was wir immer haben. Wir haben einen Produzent und wir haben einen Lieferant. Entschuldigung, wir haben einen Produzent, der produziert und wir haben jemanden, der entnimmt. Okay? Und in dieser Phase, sagen wir mal T1, in dieser Phase T1, hier produzieren wir. Es wird produziert und es wird entnommen. Gleichzeitig. Deshalb hier der Slope oder die Neigung hier ist anders, als wenn ich nur entnehme. Hier in T2 wird nur entnommen. Es wird nur entnommen. Also 1, Prozessschritt 1 hat aufgehört zu produzieren und Prozessschritt 2 entnimmt. Okay. Hier haben wir eine Neigung von R und hier haben wir eine Neigung von K minus R. Okay? T, wir gehen davon aus, dass ein Produktionslauf T dauert, wobei T ist gleich T1 plus T2. Okay. Und so, dass während T1 hier es baut sich Bestand auf eine Geschwindigkeit von K Stück pro Zeiteinheit. Okay. Und es baut sich Bestand ab auf eine Geschwindigkeit R gemessen in Stück pro Zeiteinheit.
Okay, K und R werden nachher, aua, die K ist 1 geteilt durch die Zykluszeit von 1 und R ist 1 geteilt durch die Zykluszeit von 2. Okay. Und wie wir gesehen haben, wenn wir da eine bestimmte Beziehung zwischen den Zykluszeiten haben, dann brauchen wir Bestand oder brauchen wir keinen Bestand. Das kennen wir alles. So, in T2, es baut sich Bestand nur ab in einer Geschwindigkeit von R, das heißt so viel Stück. Stück pro Zeiteinheit. Okay? Wir gehen davon aus, dass K ist größer als R, weil ansonsten kein Bestand notwendig wäre. So, okay. Fragen? Ja. Dein Name war Malina, ja. So, das haben wir in der Vorlesung, wo wir den Bestand erklärt haben, ich mache hier eine kleine Notiz, okay? Aber das haben wir damals erklärt. Nee. 14.10. war die erste Vorlesung, wo wir den Supermarkt erklärt haben. So, die Zykluszeit, was ist die Zykluszeit? Okay. Die Zykluszeit heißt, es wird jede x Zeiteinheiten wird ein Stück produziert. Okay. Das heißt, die Geschwindigkeit der Produktion ist 1 geteilt durch die Zykluszeit. Geschwindigkeit der Befüllung in dem Fall bei 1, okay? Weil 1 befüllt. Warum ist so? Weil ich produziere so und so viel Stück pro Zeiteinheit. Okay? Und das ist einfach, denke dran, immer der Bestand ist so ein Wassertank. Okay? Und pro Zeiteinheit nehme ich so und so viel Stück rein. Deshalb die Neigung oder den Slope von dieser Kurve ist 1 geteilt durch die Zykluszeit. Okay. Wenn es nicht klar ist, also schau dir bitte die Unterlage, wenn es nicht klar ist, dann sag Bescheid, okay? Also wir haben weniger Vorlesungen, aber ich versuche jetzt die Kernkonzepte euch rüberzubringen. Wenn irgendein Konzept nicht klar geworden ist, bitte sag einfach Bescheid, weil es ist wichtig, dass alle, dass sie verstanden sind, okay? Gerne. Okay, so das war jetzt ein Exkurs, okay? Also die Notiz ist da. So, jetzt gucken wir uns die Formeln an, okay? Wie können wir dann jetzt unsere Formeln dann darstellen?
Wir haben, dass der Mittelbestand, okay, wird dadurch ermittelt, wird dadurch beschrieben, dass Q und K beziehungsweise R ermittelt werden. Okay, also der mittlere Bestand wird durch K, Q und R beschrieben. T1 ist die Zeit, um Q Stern Einheiten zu produzieren. Okay. In T1, hier oben in der Tabelle, erreichen wir unser Q-Stern, das ist das, was wir suchen. So, in T1 produzieren wir Q-Stern Teile. Das heißt, und das produzieren wir auf einem Rate von K. So, T1 ist Q Stern mal K. Während T1 wird auch Bestand entnommen. Okay? Das heißt, der maximale Bestand wird so erreicht bei T1 mal Q minus, sorry, K minus R. Das ist der maximale Bestand. Sorry, das ist Q normal, weil ich produziere. Und das ist der maximale Bestand Q Stern. Der maximale Bestand wird erreicht, wenn ich der 1 K minus R. Das heißt, der mittlere Bestand ist gleich 1 geteilt durch T1 mal K minus R. Und das ist gleich 1 geteilt durch 2 mal Q mal 1 minus R geteilt durch K, weil, gut, ich mache das langsamer, warte mal. Sonst kann jemand sich beklagen, dass ich das zu schnell mache. Das ist 1 geteilt durch 2. Okay. Und das ist gleich wie das. Mal T1. T1 habe ich hier. Also, wo T1 ist, dann mache ich K mal Q. Mal K minus R. Okay. Sorry. Das ist
nicht korrekt. Warte mal. Da ist, Moment. Da ist ein Stück pro Zeiteinheit. K geteilt durch Q. Ja, Q geteilt durch K, sorry. So. So ist es richtig. Das war es nicht richtig. So, T1 ist Q geteilt durch K. Und das ist 1 geteilt durch K, 1 geteilt durch 2 mal Q mal 1 minus R geteilt durch K. Das ist der mittlere Bestand. Das ist diese Linie, okay? Diese Linie hier. Wir haben hier diese Linie ermittelt. Das ist der mittlere Bestand. Den jährlichen Carrying Cost oder Holding Cost ist F von Q gleich den mittleren Bestand mal Carrying Cost. Und das ist gleich 1 geteilt durch 2 mal Q mal den Carrying Cost mal 1 minus R geteilt durch K. Okay. Und den jährlichen Ordering Cost oder Ordering Kosten ist G von Q gleich C sub O mal D geteilt durch Q. Wobei D ist den gesamten Demand und so weiter. Und wenn F von Q Stern ist gleich G von Q Stern, haben wir den EOQ 2. Also wenn beide Kurven sich treffen, haben wir den minimalen Cost wie vorher. Ich muss einfach nur beide Kurven gleichsetzen. Und dann habe ich den die optimale Bestellmenge. Ich mache das, ich glaube, das war ein bisschen zu schnell. Ich mache das ein bisschen langsamer, damit es verständlich ist. So wie in dem anderen Modell. Bisschen langsamer, okay, das gleiche. Das ist Q. Das sind die Kosten. Die Menge oder wenn die Bestellmenge, wenn Q sich erhöht, dann reduziert sich mein Carrying Cost. Entschuldigung, reduziert sich mein jährlichen Ordering Cost. Das heißt, G von Q geht runter.
Wenn ich mehr bestelle, dann habe ich weniger Kosten pro Bestellung. Wenn ich mehr bestelle, erhöhen sich meine Bestandskosten, weil ich mehr auf Lager halten muss. Die gleiche Logik wie vorher. Wenn sich beide Kurven kreuzen, habe ich mein Q-Stern. Meine optimale Bestellmenge. Das heißt, wenn F von Q Stern ist gleich G von Q Stern, habe ich diesen Punkt. Das heißt, aus den Formeln 1 geteilt durch 2 mal Q Stern, da wo Q steht, mache ich einen Q Stern. C sub C mal 1 minus R geteilt durch K gleich C sub O mal D geteilt durch Q. Das heißt, mein Economic Order Quantity ist gleich Q Stern sub 2 ist gleich Q Stern ist gleich Wurzel von 2 mal C sub O mal D geteilt durch C sub C mal 1 minus 8 R geteilt durch K. Das ist die Folge sozusagen. Interpretation. Interpretation. 1. Die optimale Anzahl an Produktions Abläufe pro Jahr gleich N Stern ist gleich D, den gesamten Jahresbedarf, geteilt durch die optimale Menge Q Stern. Das ist gleich zweimal, sorry, nicht zweimal, Quatsch. Den Demand. Mal C sub C geteilt durch 2 mal C sub O mal K geteilt durch K minus R. Zwei. Die optimale Länge einer Produktions einem Produktionsablauf. Ich fülle jetzt nicht ein, was ich einem Produktionsablauf. Der Einstern, entschuldige, mein Deutsch ist manchmal suboptimal. Q-Stern geteilt durch K. Okay. Und das ist gleich aus der Formel oben. Okay. Wurzel von 2 mal CO mal geteilt durch C sub C. Mal K minus R. Okay. Q Stern
D wird hier. Sonst da stimmt's nicht. Okay. Und dritte, der minimale Produktionskosten sind y von Q Stern ist gleich c sub o mal d geteilt durch Q Stern plus 1 geteilt durch 2 Q Stern c sub c 1 minus r geteilt durch k ist gleich. Das ist alles analog, das Modell, was wir, wie gesagt, im Oktober gesehen haben. E c sub o mal c sub c mal 1 minus r geteilt durch k. So, das hat zur Folge, dass wenn k an r tendiert, dann 1 minus r geteilt durch k tendiert an 0. Okay? Und das heißt, es gibt keine Kosten. Es gibt keine Produktionskosten sozusagen. Und wenn k tendiert ad infinitum, dann 1 minus r geteilt durch k tendiert an 1. Okay? Und dann haben wir EOQ 1. Das heißt, wenn k, wenn die, was haben wir gesagt, k ist die Geschwindigkeit der Produktion, also wenn die Geschwindigkeit der Produktion sofort ist, also k ist Infinitum, dann habe ich eine vertikale Linie hier. Und dann haben wir das Modell 1. Okay. So, die Mathe stimmt. So, manche von euch haben sich gewünscht, das Ganze mit Zahlen zu machen. Deshalb lasse ich euch hier ein Beispiel oder eine Übung, damit ihr selber übt. Okay, stellt euch vor, ich habe jetzt eine Maschine 1, eine Zykluszeit 1 von 5 Minuten pro Stück und eine Maschine 2 mit einer Zykluszeit 2 von 3 Minuten pro Stück. Okay, dazwischen gibt es einen Supermarkt. Und das sage ich, es gibt ein C sub O von 10, ein C sub C von 5. Okay. Die Einheiten habt ihr oben. Und ein jährlicher Bedarf von 100 Stück. D bekannt, CO bekannt, CC bekannt, R bekannt, K bekannt, weil, wie gesagt, das kommt aus den Zykluszeiten. Bitte ermitteln von Q-Stern, Y vor Q-Stern, T1-Stern und was hatten wir noch? N-Stern. In dem EOQ-Modell 2. Okay. Und so könnte aber eine
eine Prüfungsaufgaben ausschauen. Okay. Natürlich nicht nur mit den Zahlen. Okay, die Zahlenrechnung ist die kleinste Aufgabe. Es versteht sich, dass ihr die ganzen Ableitungen dann durchführen müsst. Ist das verständlich? Fragen. Ich wiederhole es. Ich versuche Schritt für Schritt zu gehen, okay? Wenn irgendein Schritt nicht verständlich ist, dann müsst ihr euch melden, okay? Gedanken lesen kann ich nicht. Wir gucken uns jetzt da eine Erweiterung von dem Modell, was wir in Oktober uns angeguckt haben. Ich gehe davon aus, dass es bekannt ist und dass ihr damit vertraut seid. Das heißt, Produktionsmodell ohne Stockout. Also das heißt, wir lassen den Bestand nicht unter 0 gehen. Die Annahmen sind die gleichen. Nun, das jetzt, es wird nicht sofort produziert. So vorher ging diese Linie ging vertikal. Okay? Das heißt, K ist hier in diesem Modell, K tendiert ad infinitum oder K ist viel größer als R. Hier nicht. Hier ist gar etwas, was wir uns vorstellen können. Und somit geht diese Kurve hier mit einer Neigung k minus r. In der Zeit t1 entnehme ich Material, okay, mit einer Geschwindigkeit von 1 geteilt durch Zykluszeit 2 und das ist r und befülle ich Material mit einer Geschwindigkeit von 1 geteilt durch Zykluszeit von 1, das ist gleich k. Okay. In der Zeit t2 entnehme ich Material mit einer Geschwindigkeit von 1 geteilt durch Zykluszeit 2, also r und produziere ich nicht mehr. Insgesamt T, den gesamten Produktionsablauf, der sich wiederholt, ist T1 plus T2. Soweit verständlich? Ich höre nichts dagegen. Dann der Mittelbestand wird dadurch ermittelt, dass man halt K, Q und R ermittelt. Okay? Die Zeit T1 ist Q geteilt durch K, okay? Weil in der Zeit T1 produziere ich Q-Teile und der maximale Bestand wird erreicht durch T1 mal K minus R, also Q Stern. Und wir wollen den Q Stern den optimalen Q-Stern ermitteln. Dafür erzeugen wir den mittleren Bestand, okay, und das ist einfach die Hälfte durch Triangulation. Also den mittleren Bestand also ist einfach die Hälfte von dem maximalen Bestand. Und das ist 1 geteilt durch 2 Q-Stern, und das ist, heißt 1 geteilt durch 2 mal Q-Stern, also T1 mal Q minus R. Wenn ich hier T1 einsetze, dann habe ich, also T1 einsetze, Entschuldigung, dann habe ich 1 geteilt durch 2 mal Q geteilt durch K mal K minus R. Und das eine einfache Rechnung ist 1 geteilt durch 2 mal Q mal 1 minus R geteilt durch K.
Dann habe ich zwei Kurven, okay, wie wir in dem anderen Modell hatten. Einmal die Kosten, die ich trage, wenn ich Bestand erzeuge. Das ist gegeben durch den Mittelbestand mal die jährliche Kosten oder Bestandskosten und einmal die Kosten der Bestellung. Okay? Das ist der Ordering Cost mal den mittleren Bedarf, also den Demand geteilt durch Q. Wenn beide Kurven sich kreuzen, also wenn beide Kurven gleich sind, dann erzeuge ich oder kann ich dann den Q-Stern ermitteln. Und dann mache ich einfach so, dass eine Formel da reingeht, die andere Formel da reingeht und das bei Q gleich Q-Stern. Hier fällt mir gerade ein Q-Stern. Das heißt, das EOQ2, also gleich Q-Stern, ist die Wurzel von 2 mal C sub O mal D geteilt durch C sub C mal 1 minus R geteilt durch K. Die Interpretation ist das die optimale Anzahl der Produktionsabläufe, also den Demand geteilt durch Q-Stern, wird dann somit dann ermittelt. Und also könnt ihr einfach Q-Stern einsetzen und dann kommt sowas raus. Die optimale Länge einen Produktionsablauf ist T1 Stern gleich Q-Stern geteilt durch K. Und dann entsteht die Formel und der minimale Produktionskosten sind in der Y-Kurve einfach Q-Stern dann eingesetzt. Okay? Und diese Y-Kurve natürlich ist F von Q plus G von Q. Okay? Und dann entsteht die Formel, wenn ich Q-Stern einsetze. So, dass wenn K tendiert an R, also wenn ich gleich in der gleichen Geschwindigkeit entnehme als produziere, also die Entnahmegeschwindigkeit ist R und die Produktionsgeschwindigkeit ist K, dann gibt es hier keine Kosten, also ich brauche keinen Bestand. Und das ist, was wir schon intuitiv ermittelt haben. Wenn K ist unendlich oder übersetzt, wenn K viel größer ist als R, dann tendiert 1 minus R geteilt durch K auf 1 und dann habe ich das erste Modell. Okay? Für diejenigen, die das mit Zahlen machen wollen, ich habe einfach wahllos ein paar Zahlen dahingeschmissen. Könnt ihr einfach Q-Stern, I von Q-Stern, T1 Stern und N Stern ermitteln. Und in die Prüfung, immer wichtiger Hinweis, glaube ich, in diesem Kontext, könnte ich euch bitten, das Modell runter zu deklinieren und am Ende diese Übungsaufgabe so mit Zahlen zu ermitteln. Gibt es Fragen? War irgendetwas nicht verständlich? Okay, ein kleiner Hinweis, weil da lässt sich das, wenn man sich gefreut hat, wenn man sich freut mit der Zahlenaufgaben, diese Übungen könnt ihr euch immer selber machen, okay? Das heißt,
sich selber CO gleich 10 zu machen, CC gleich 5 zu machen und D gleich 100 zu machen, das kann jeder machen, glaube ich. Okay? Das heißt, es hindert euch keinem, bei allen Übungen, die wir gemacht haben, euch zu überlegen, okay, jetzt mache ich mir selber eine Übung mit den Zahlen und hindert euch keinem, diese Übung an mir zuzuschicken und dann gucken, ob die passen oder nicht. Okay, meine Nummer habt ihr, macht ihr einfach ein Bild aufs Blatt und dann schickt ihr mir eine Nachricht und dann kann ich gucken. Es hindert euch niemand, dies zu tun. Okay? Und das solltet ihr schon langsam in der Routine kommen. Gibt es Fragen? Bitte frag, falls etwas unklar ist. Ich mache jetzt zwei hübschere Maschinen. Dann macht es mehr Spaß zum Lernen. Gibt es etwas, was unklar ist? Irgendein Schritt?